Herzlich willkommen zu dieser Session mit dem Titel Agieren statt Reagieren, so geht automatisiertes CMDB-Management. Mein Name ist Hendrik Ambrosius und ich stehe Ihnen für Fragen im Chat zur Verfügung. Unser Matrix 42 Produktportfolio setzt sich aus zwei großen Bereichen zusammen. Das ist einmal der Bereich Automation mit dem Titel SUEM, also Secure Unified Endpoint Management mit klassischer Softwareverteilung auf mobile Geräte und auch diverse Security-Funktionen. Und auf der anderen Seite unser Enterprise Service Management mit IT Service Management, das heißt Service Desk, Service Katalog, aber auch Software Asset Management, also Lizenzmanagement und darunter als Basis unsere Plattform mit einem leistungsfähigen Workflow Studio und anpassbarer Oberfläche. Heute geht es hauptsächlich um das Add-on für dieses ESM-Portfolio namens FireScope SDDM. Das steht für Secure Discovery and Dependency Mapping. Das heißt, damit kann man automatisch die Relation zwischen Services und den Assets auslesen, ohne dafür extra Inventory Scans starten zu müssen. Vielleicht kennen Sie das auch aus Ihrer eigenen Erfahrung. Sie haben vielleicht schon klassisches Inventory im Einsatz, auch Monitoring Tools, aber trotzdem haben Sie immer so das Gefühl, dass viele Dinge in Ihrer Landschaft nicht wirklich bekannt sind. Da wäre es doch schön, wenn man so ein GPS hätte, was einem auch die unbekannten Ecken seines Netzwerks entsprechend ausleuchtet und Transparenz bringt. Sie wissen nicht sicher, was sich in Ihrer Infrastruktur befindet und können sich nicht darauf verlassen, dass die Ihnen vorliegenden Daten korrekt und aktuell sind, weil vielleicht auf einigen Systemen der Inventory Scan gar nicht läuft oder gerade neue Systeme hinzugesteckt wurden oder umgezogen sind auf einen anderen Switch, was nicht sauber dokumentiert wurde im Change-Prozess. Es scheint unmöglich, Ihre Asset-Informationen für Ihre ITSM-Lösung auf dem neuesten Stand zu halten, zum Beispiel CMDB Service Desk Helpdesk, das heißt, auch wenn jemand im Helpdesk anruft und Sie die Asset-Daten einsehen, muss man ja sicher sein, dass diese Daten noch aktuell sind. Ansonsten kann man daraus keine validen Lösungen ableiten. Und schließlich, Sie können den Umfang der enthaltenen Assets für ein Cloud-Migrations- oder Disaster-Recovery-Projekt nicht zuverlässig definieren. Ja, gerade wenn man Umzüge plant und man vergisst die Hälfte der Assets, die notwendig sind zum Betrieb des Services, wenn man auf einen anderen Hypervisor geht oder auch in die Cloud, ist es natürlich sehr ärgerlich, weil das Service hinterher nicht mehr funktioniert und da schaffen wir mehr Transparenz. Und deswegen wäre es nicht toll, wenn man ein GPS für die IT-Landschaft hätte, das Ihnen immer zuverlässig und persistent sagt, wo Sie sich befinden, welche Assets, CIs-Dienste, Anwendungen, Geräte Sie in Ihrer Infrastruktur haben und wie alles miteinander verbunden ist. Und genau das ist unser FireScope SDDM und das hilft Ihnen dabei, mehr Transparenz zu gewinnen. Zum Beispiel im Bereich Dependency Mapping, dass Sie immer genau wissen, welche Assets sind notwendig, um einen bestimmten Service zu betreiben, sodass auch eben die unbekannten Ecken des Netzwerks kennengelernt werden, dass auch historisch gewachsene Service, die keiner anzufassen wagt, auch optimiert werden können oder migriert werden können, weil man genau weiß, was sind die Zusammenhänge hier. Man kann dann auf Knopfdruck auch eine Business Impact Analyse bekommen, dass man sieht, okay, was bedeutet der Ausfall eines Assets oder eines Dienstes für die Produktivität und das Unternehmen. Man hat die CMDB immer auf dem neuesten Stand, dass man genau sieht, wer kommuniziert mit wem und kann auch entsprechende Asset-Informationen auslesen und darstellen in der CMDB und automatisch aktualisieren. Es hat auch Vorteile für den Bereich Security, weil wir damit sicherstellen können, dass die CIs compliant sind, wenn also irgendwelche Änderungen sind, neue Elemente in der IT-Landschaft auftauchen, können wir das automatisch melden. Aber nicht nur ganze neue Geräte, sondern auch das Verhalten, das sogenannte User and Entity Behavior Analysis, wird damit abgedeckt. Das heißt, wenn jetzt plötzlich ein Webserver neben seinem klassischen HTTPS auch noch Dateitransfer plötzlich macht, können wir das auch automatisiert feststellen und entsprechend reagieren. Gerade im Data Center haben wir auch viele Funktionen, die sehr sinnvoll sind. Zum Beispiel können wir die Host-Guest-Beziehungen berücksichtigen. Wir können die Speicher im Hintergrund, die an den Systemen dranhängen, mit erkennen und darstellen. Und schließlich helfen wir auch bei der Cloud-Transformation, wenn also Dienste in die Cloud umgezogen werden sollen, dass wir sehen, okay, was ist eventuell noch notwendig an Zugriffen auf andere Systeme, die vielleicht noch on-prem verweilen. Die Vorteile nochmal zusammengefasst. Sie haben diese Information ohne Installation von Agenten, das heißt sehr schlank. Wir überwachen primär den Netzwerkverkehr, werde ich Ihnen gleich nochmal technisch etwas erläutern, sodass wir dann eine Discovery- und Performance-Überwachung haben. Das Ganze integriert sich mit diversen Service-Management-Systemen, natürlich primär mit dem von Matrix 42, aber auch mit anderen Systemen, wie zum Beispiel ServiceNow oder Shervil. Dann haben wir Baseline-Warnungen, die wir setzen können, das heißt, wenn gewisse
Änderungen in der Landschaft erfolgen, zum Beispiel eben neue Netzwerkprotokolle verwendet werden oder auch einfach kein Netzwerkverkehr mehr stattfindet, können wir Sie proaktiv dort informieren. Und wir haben eine sehr schöne Darstellung mit mehreren Layers und mehreren Schichten, sodass man zum Beispiel die Netzwerkschicht einblenden kann oder die Speicherschicht und so weiter, sodass man genau das sieht, was einen jetzt gerade interessiert und dann einen Überblick bekommt über die ganzen Zusammenhänge im Netzwerk. Schließlich haben wir eine Technologie, nennt sich Asset Intelligence. Was heißt, ich kann jederzeit mir ein Asset rausgreifen, schauen, für welche Services ist es notwendig. Also zum Beispiel ein Datenbankserver, welche Applikationsserver benötigen den, welche Services basieren darauf, sodass man jederzeit gucken kann, okay, ist das ein relevantes Asset oder kann das weg? Das Ganze funktioniert durch die persistente Beobachtung Ihrer IT-Landschaft. Was ist das persistent? Das heißt, dass wirklich die ganze Zeit geschaut wird, was in dieser Landschaft sich ändert. Denn wenn Sie nicht persistente Beobachtung machen, nur mit klassischen Inventory-Scans einmal am Tag agieren, entgehen Ihnen diverse Dinge. Und dafür haben wir hier mal ein Beispiel oder eigentlich drei Beispiele. Erstmal ein Beispiel für etwas, was mit klassischem Inventory-Scan sauber abgedeckt werden kann. Wir haben hier ein Webserver, der auf einem ESX-Host läuft, rund um die Uhr, können wir jederzeit scannen, sowohl mit aktiven Discovery, also einem Inventory-Scanner zum Beispiel, der zeitgesteuert jeden Tag läuft, aber auch mit unserem Persistent Discovery, was 24x7 läuft. Kann man also konsistent so dokumentieren, diese Beziehung und diese Informationen zu diesem Service. Aber ein Beispiel, wo schon nicht mehr normales Inventory-Scanning hilft, wo wir wirklich tatsächlich Persistent Discovery brauchen, ist hier. Hier geht es um einen sogenannten Jump-Host. Das ist ein Gerät, wo ein externer Support-Anwender von einer Firma sich über VPN zu unserem Netzwerk verbindet und diesen Jump-Host nutzt, um zum Beispiel ein Remote-Login zu einem Applikationsserver zu machen. Das geschieht vielleicht nur einmal im Monat. Das heißt, das bekommen wir nur mit, wenn wir wirklich genau in dem Moment mit Active Discovery scannen, mit Persistent Discovery bekommen wir das sofort mit, weil dann eben eine Netzwerkverbindung aufgebaut wird zwischen dem User hier draußen und dem Jump Host und der Applikationsserver. Das sehen wir sofort. Zweites Beispiel ist dies hier. Auch das mit Active Discovery so nicht erfassbar, aber mit Persistent Discovery. Und zwar ist das ein Load Balancing Event. Das heißt, hier wird einmal ein Webserver verlagert auf ein anderes System. Und das geschieht vielleicht nur für wenige Minuten. Das würde normalerweise auch an uns vorbeigehen. Wir könnten sagen, okay, Webserver C zum Beispiel wird nie benötigt. In Wirklichkeit ist es aber dieser Fallback vom Load Balancing und also doch relevant zur Erbringung dieses Services, weil sonst die Verfügbarkeit nicht mehr so hoch ist. Und schließlich haben wir noch ein Beispiel mit E-Mails, die zu Partnern geschickt werden. Auch das geschieht ja nicht rund um die Uhr, sondern da wird vielleicht mal automatisiert ein Log oder ein Report rausgeschickt über einen Batchjob. Und das würden wir auch nicht mitbekommen, wenn wir nur einmal am Tag scannen würden. Und so bekommen wir auch das mit und wissen, okay, da ist irgendwo noch eine Aktion, die wir berücksichtigen müssen, zum Beispiel beim Umzug dieses Services. FireScope, die Produktfamilie besteht im Endeffekt aus zwei Modulen. Wo wir hauptsächlich heute darüber sprechen, ist das SDDM, das Secure Discovery and Dependency Mapping, was genau diese Relation zwischen Services und Assets automatisiert aufbaut. Es gibt aber auch einen Service Performance Manager, wo man genau analysieren kann, ob die Services, die ich bereitstelle, auch performant laufen und ob es irgendwelche kritischen Situationen gibt, wie irgendwo zu wenig Memory oder Festplatte läuft voll etc. Und das wird auch schön so in Grafiken dargestellt. Wann braucht man das? Das hängt von dem Reifegrad ab. Wir nennen es auch Service Asset Maturity Model. Es gibt tatsächlich Anwender, die gar kein sauberes Inventory haben. Das sind die wenigsten. Meistens hat man ein Inventory und eine halbwegs valide CMDB. Also meistens sprechen wir mit Kunden, die so im Bereich 1 angesiedelt sind. Das heißt, sie hätten gerne mehr Kontrolle über ihre IT-Assets, würden gerne sehen, was sich so ändert. Und genau dafür ist eben unser SDDM da. Und damit kann man eben auch genau diese Informationen ergänzen. Das heißt, neben den Standardinformationen, die aus dem Inventory kommen, welche Software ist installiert, wie viel CPU hat das System etc., kann man auch sehen, was tut das System eigentlich, mit wem kommuniziert ist und was ist notwendig, um gewisse Services zu erbringen. Und wenn man dann weitergehen möchte im Reifegradmodell, kann man auf den nächsten Level aufsteigen und sagen, ich möchte gerne auch das Service Performance Management von FireScope haben. Und da kann ich dann die Kapazitäten überwachen und Serviceunterbrechungen vermeiden, damit ich meine Geschäftsziele einhalte und meine SLAs.
Wie funktioniert das Ganze jetzt technisch? Kleine Architekturübersicht. Das Firescope läuft in der Regel in der Cloud. Das heißt, das ist sozusagen unsere automatisierte Verarbeitung aller Daten, wo Daten normalisiert werden, Abhängigkeiten ermittelt werden, etc. On-prem bei Ihnen im Rechenzentrum können ein oder mehrere Edge-Devices stehen. Das ist in der Regel eine VM. Da liefern wir entsprechendes Image zu, sodass Sie das in Ihrer Landschaft integrieren können. Und damit kann man jetzt sowohl physischen als auch virtuellen Netzwerkverkehr erfassen und auch Scans von Devices starten. Das heißt, wenn Sie wollen, kann man tatsächlich ein sogenanntes Network Tap oder Port Monitoring machen, dass alle Daten an das Edge-Device gehen und dann analysiert werden. In der Regel nutzt man allerdings den S-Flow oder NetFlow-Verkehr, weil das einfach eine Zusammenfassung des Netzwerkverkehrs ist. Wenn Sie sehr, sehr viele Daten haben, können Sie sich vorstellen, dass so ein Netzwerkport auch mal überlastet ist, wenn alles zusammengeführt wird. Bei S-Flow und NetFlow kümmern sich die Switches schon darum, uns nur eine Zusammenfassung des Netzwerkverkehrs zu schicken. Zum Beispiel Server A redet mit Server B über Protokoll X und die Datenmenge ist 50 Megabyte. Und das sind ja nur wenige Bytes, die dann an uns als Information fließen und uns ausreichen, um diese ganzen Abhängigkeitsdarstellungen zu erarbeiten. Darüber hinaus können wir auch Rechner aktiv scannen, zum Beispiel Windows-Systeme per WMI oder SSH im Linux-Bereich. Wir können auch SNMP-Scans machen für Netzwerkgeräte oder Drucker. Und wir können auch via Nmap ermitteln, was das für ein Gerät ist. Da gibt es entsprechende Abprüfungslogiken, dass man darüber sicher feststellen kann, was für ein Betriebssystem das zum Beispiel jetzt ist. Und man kann darüber hinaus auch einen Agenten installieren auf dem System, um weitere Inventarinformationen abzurufen. Ja, und diese Daten werden jetzt vom Edge-Device an das Backend gesendet und dann kann man zum Beispiel über entsprechende Konsolen darauf zugreifen, das Ganze steuern. Man kann auch ein Data Mart-Modul einsetzen, worüber man mit gängiger Reporting-Software wie Power BI etc. darauf zugreifen kann, um sich individuelle Auswertungen zu machen. Was die meisten Kunden machen, ist, dass sie eben ihr ITSM-System und die CMDB damit synchronisieren, um sie up-to-date zu halten. Man kann auch direkt im Firescope-System Alarme und Benachrichtigungen definieren, wenn also gewisse Zustände eintreten, dass man direkt ein Ticket auch wiederum im ITSM-System eröffnet. Das sind die vier Schichten, die wir mit dem SDDM uns anschauen. Das heißt, es ist einmal der Netzwerkverkehr, das heißt, welcher Server redet mit welchem anderen System über welchen Port. Wir können aber auch die Relation von Gastsystemen zu ihren Hypervisoren sehen, also zum Beispiel bei ESX oder Hyper-V. Dann haben wir ein Storage Discovery, wo man sehen kann, welche Speicherkomponenten verwendet werden. Und schließlich haben wir auch noch eine Network Topology Schicht, worüber man sehen kann, über welche Netzwerkswitches die Systeme verbunden sind. Also hier eher der Netzwerkverkehr und hier wirklich die physische Netzwerksicht auf Switch-Ebene. Und auf der Basis bekommen wir eine sogenannte Traffic List oder wie wir es auch manchmal nennen, Telefonrechnung, weil man immer hier sieht, wer hat mit wem gesprochen, Source und Target, welcher Port wurde benutzt. Und wie ist die Datenmenge? Und sind im Endeffekt die Rohdaten, die wir analysieren, um diese Darstellung zu bekommen. Und wir können daraus auch sogenannte Service Entry Points aufbauen. Also Service Entry Points sind einzelne Assets, auf denen die Kommunikation zusammenläuft. Zum Beispiel sind das ganz klassische App-Server, die sowohl mit der Datenbank sprechen als auch mit Web-Services. Und da läuft sehr viel Kommunikation zusammen. Das heißt, aus diesen Service Entry Points kann ich mir jetzt einen neuen Service erstellen. Und das System erkennt automatisch um diesen Service Entry Point herum, was alles notwendig ist, um diesen Service bereitzustellen. Und so sieht das dann in der grafischen Darstellung aus. Das ist jetzt mal ein Service namens Firescope Stratus QA Topology Discovery. Man sieht hier verschiedene Farben. Die blauen durchgehenden Linien heißen, hier ist bekannte Netzwerkkommunikation. Die sind in der sogenannten Baseline Map drin. Man sieht hier auch die jeweiligen Ports. Und hier gibt es aber auch einige Linien, die sind rot gestrichelt. Das heißt, da ist Kommunikation ausgefallen. Da war gestern noch Kommunikation, jetzt ist die heute nicht mehr da. Ist das kritisch? Muss ich mich darum kümmern? Oder ist es etwas, was geändert wurde, was ich dann so akzeptiere und in die neue Baseline Map mit aufnehme. Man sieht ja auch sehr schön die verschiedenen Ebenen, also hier zum Beispiel Webserver, Applikationsserver, Datenbankserver. Das kann man sich so zurechtschieben, wie man das gerne hätte.
Darüber hinaus kann man auch mit Agenten oder agentenlos weitere Informationen suchen oder einsammeln von Windows-Linux-Geräten, aber auch eben von Switches über SNMP oder auch von anderen Quellen mit REST-API, sodass man dann am Ende zum Beispiel CPU- und Speichernutzung auslesen kann und so weiter. Und das auch wieder in Grafiken darstellen kann, dass ich sehe, wie viele Windows-Systeme habe ich, wie viele Netzwerkgeräte habe ich und so weiter. Hier sehen wir nochmal eine Service Map wie eben, allerdings um zusätzliche Ebenen angereichert. Wir sehen hier, dass einige von unseren Assets virtualisiert laufen. Dafür sind diese lilafarbenen Linien da. Das ist also hier ein ESX-Hypervisor und auf dem laufen diese Systeme virtualisiert. Und dahinter wiederum haben wir einen Filer, ein Storage und ja, der stellt entsprechend Speicherplatz für diese ESX-Hypervisor zur Verfügung. Und dann nochmal die letzte Ebene, die Netzwerkschicht. Und hier sehe ich tatsächlich die Netzwerk-Devices, also die Switches, und sehe, wie die einzelnen Assets verbunden sind mit diesem Network-Device. Und so habe ich jetzt einen kompletten Übersicht über diesen einen Service, was alles auf verschiedenen Ebenen dafür benötigt wird. Und wenn ich jetzt so einen Service umziehen möchte, kann ich über dieses Dashboard sehr schön das Migrationsrisiko einsehen. Hier zum Beispiel haben wir einen Knowledge-Base-Service, der sehr schlank ist. Ist im Endeffekt nur ein Client, da man natürlich einen Candidate-Score von 100. Das heißt, der ist super einfach in die Cloud umzuziehen oder auf einen anderen Hypervisor, während wir hier schon deutlich mehr Komplexität haben und deswegen nur einen Score von 35, weil insgesamt 6 Server daran beteiligt sind, 4 Services betroffen sind und auch ein Client. Und dann kann man jeweils die Details dazu per Klick abrufen. Und das sieht dann so aus, dass man hier für die einzelnen Services genau sieht, welche Server darunter hängen, wie die heißen. Und so kann ich dann in meine Planung gehen. Das Ganze wollen wir uns jetzt auch nochmal live anschauen. Ich bin über meinen Browser angemeldet am SDDM, und ich sehe jetzt genau einen Business Service hier gerade. Hier in dieser Übersicht sieht man schon anhand der Farben, wie der Service gerade läuft. Das heißt, wir haben hier 44 bekannte Kommunikationen. Die sind in der sogenannten Baseline mit drin. Es gibt 2 neue Kommunikationen, die wir uns mal anschauen sollten. Es gibt im Moment keinen Ausfall von Netzwerkverkehr und auch keinen Ausfall von irgendwelchen CIs. Insgesamt sind 23 CIs betroffen. Und jetzt gucken wir uns mal die Details an. Dafür gehe ich hier auf diese Knöpfe und sage View Baseline Map. Ich blende das hier nochmal aus und wir schauen uns erstmal diesen Service an. Das ist der sogenannte HR Payroll Service, der also für die Gehaltszahlung notwendig ist, ein ganz wichtiger Service. Und der hat auch hier so eine klassische Web-Server-Schicht. Wir haben hier eine App-Server-Schicht mit mehreren App-Servern und wir haben auch Mongo-Datenbanken hier. Und diese blauen Linien kennen Sie ja schon. Wenn die durchgezogen sind, heißt das, das ist bestehende bekannte Netzwerkkommunikation. Das heißt, man sieht hier auch genau, auf welchem Port die arbeiten und wann diese Kommunikation das erste Mal festgestellt wurde. Hier drüben kann ich mir nochmal die Details anschauen. Jetzt gibt es aber auch etwas, wo neue Kommunikation aufgetreten ist. Und man sieht das hier auch an den kleinen Icons hier an dem jeweiligen Asset dran. Und hier sieht man eben eine neue Applikation, die hinzugekommen ist. Die kann ich auch anklicken. Sehe jetzt auch, wann das erste Mal gefunden wurde und kann jetzt hier entscheiden, möchte ich das Ganze in meine Baseline Map hinzufügen, weil das tatsächlich so gedacht war, oder möchte ich hier das vielleicht eskalieren, weil plötzlich hier Kommunikation aufgetreten ist, die ich nicht erwartet habe, die vielleicht sogar bedrohlich ist für die Verfügbarkeit des Services. Und jetzt blenden wir noch mal weitere Ebenen ein. Also als erstes möchte ich noch zusätzlich die Virtualisierungsschicht einblenden. Einfach nur mal klicken. Und wenn wir jetzt hierhin zurückgehen, sehen wir, dass einige der Komponenten virtualisiert laufen. Das heißt, hier haben wir die entsprechenden ESX-Hosts und wir sehen jeweils, welche App-Server darunter virtualisiert laufen. Und das können wir auch automatisch ermitteln. Wie Sie sehen, man kann das auch ein bisschen hin und her schieben. Ich könnte mir jetzt auch ein anderes Layout bauen. Es gibt auch entsprechende Logiken dafür, dass er das neu aufbaut. Und dann kann ich mir es so speichern, wie ich es gerne hätte, damit ich immer wieder mich da zurechtfinde. Nächste Ebene ist Storage.
Da sieht man, dass einige Systeme auf Storage-Komponenten zugreifen. Auch hier wieder sieht man sehr schön, dass dieser Pfeiler für zwei Systeme zuständig ist. Das heißt auch wieder hier, wenn der ausfällt, habe ich hier ein Problem auf diesem System und den nachgelagerten Applikationsservern und damit auch auf dem gesamten Service. Ja, und schließlich noch die letzte Ebene, die Netzwerkschicht. Und da sehe ich, dass wir hier potenziell ein Problem haben, ein Single Point of Failure. Das hängt alles an einem Switch dran. Vielleicht sollte man da mal etwas umplanen, um das Ganze verfügbarer zu machen. So, jetzt mache ich die erstmal wieder aus. Sind wir wieder in unserer Ausgangs-Baseline-Map. Und jetzt schauen wir uns mal die Details zu diesem Server an. Gehe ich mal auf View Traffic. Dann öffnet mir eine Sicht, wo man diese Traffic-List sieht. Das ist diese Telefonrechnung, wie ich es auch vorhin genannt hatte, mit jeweils Source und Target. Das heißt, hier kann ich genau sehen, was da so an Verkehr läuft, über welche Ports etc. Und ich kann dann, wie ich vorhin auch schon sagte, auf der Basis Service Entry Points erkennen. Dafür gehe ich mal hier auf Service Entry Points. Ich sortiere mir das Ganze mal nach der Anzahl der Clients. So, dass ich dann sehe, okay, wo greifen die meisten Clients drauf zu? Und das hier könnte zum Beispiel ein weiterer Applikationsserver sein, der zum Beispiel für den CRM-Service notwendig ist. Und das kann ich dann starten, dadurch, dass ich diesen Server markiere oder auch mehrere. Hier sieht man auch einen Online-Shop. Ja, kann man denn hier sagen, das ist meine neue Servicegruppe, zum Beispiel CRM oder jetzt sagen wir mal, das ist der Online-Shop. Und der nimmt sich also jetzt diese beiden IP-Adressen von diesen Systemen und fängt an, die Anzahl der Hops, die ich hier einstelle, drumherum zu analysieren, was für Kommunikation ist. So dass er dann sieht, okay, ich brauche für diesen Online-Shop noch zusätzlich diesen und jenen Server und baue mir darüber die Dependency Maps auf. Was ganz wichtig ist dabei, es gibt ja auch so unterstützende Services im Netzwerk, wie zum Beispiel ein Antivirus, ein Patch-Management oder ein Backup, die zwar sehr wichtig sind, aber jetzt nicht für die Serviceerbringung wirklich notwendig sind. Das heißt, das kann ich in sogenannten Exclusion Lists dokumentieren, sodass die dann nicht jedes Mal noch in dieser Abhängigkeitsdarstellung auftauchen. Und auch wenn jetzt ein Service eine gewisse Zeit nicht verfügbar ist, kann ich sogenannte Inactivity Thresholds, also Inaktivitätsschwellen setzen, sodass dann nach einigen Minuten oder Stunden automatisiert bei mir ein Alarm aufpoppt. Das ist im Endeffekt genau das, was wir für unsere passive Erkennung, also die Netzwerkanalyse, das Persistent Discovery brauchen. Das ist relativ schnell konfiguriert. Wenn ich darüber hinaus auch noch aktiv scannen möchte, habe ich die Möglichkeit, Discovery Jobs anzulegen. Kann also hier einen Discovery Job erstellen, der jeden Tag auf dem Gerät noch Informationen ermittelt. Wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit, eben mit SSH, WMI, SNMP, Port Scanning etc. das Gerät zu untersuchen. Kann auch genau konfigurieren, welche Ports hier geprüft werden sollen, sodass ich dann am Ende einen kompletten Überblick habe aus Active und Passive Discovery. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal aus Sicht eines ITSM-Systems und einer CMDB an. Dafür habe ich hier unser Matrix 42 Service Management gestartet und bin im Bereich Service Katalog. Dort werden automatisch alle vom SDDM gefundenen Services dargestellt. Das heißt, wenn wir mal ins Service Portfolio gehen und nach diesem HR Payroll Service suchen, den wir gerade automatisch discovered haben, können wir hier erstmal textuell die ganzen Abhängigkeiten sehen, die ermittelt wurden. Das heißt, die Server, die notwendig sind, um diesen Service zu erbringen, kann mir das Ganze aber auch grafisch anzeigen lassen. Sehe also jetzt hier den Payroll-Service in der Mitte und die entsprechenden Systeme drumherum. Und wenn jetzt zum Beispiel ein neues System auftritt, was so nicht gedacht war, das also noch komplett unbekannt ist, das plötzlich mit diesem Service spricht, könnte es so aussehen. Ich bin jetzt im Service Desk, hier mit unseren Dashboards, über die Entwicklung der Ticketeingänge etc., gehe jetzt auf Störungen. Und hier gibt es tatsächlich ein Ticket, das da heißt Rogue Device Detected, also ein potenziell bösartiges System wurde gefunden. Gerade wenn das jetzt ein ungemanagtes System ist, wissen wir vielleicht gar nicht viel von dem, aber wir können auf jeden Fall den Servernamen ermitteln, zum Beispiel über DNS-Auflösung. Das heißt, dieses Asset wurde auch automatisch mit diesem neuen Ticket verknüpft und da dieser Server ja zu unserem
Payroll-Service gesprochen hat, kann der auch automatisch mit verknüpft werden, dass ich auf einen Blick sehe, dieser Service ist eventuell kompromittiert. Ich gehe also mal auf diesen Service rauf und zeige mir jetzt mal eine Abhängigkeitsdarstellung an. Und hier sehe ich jetzt genau, okay, das ist der Payroll-Service, das ist dieser neue Server, der gefunden wurde. Und die sind beide verknüpft über dieses Ticket, was automatisch erstellt wurde. Das heißt, ich kann vom Ticket aus sehen, dass dieser Service betroffen ist und dass dieser Server neu hinzugekommen ist. Also sehr schön die CMDB automatisch hier verknüpft mit dem Ticket. Und ich kann jetzt analysieren, was hat das für einen Einfluss auf meinen Service, kann das Ganze gegebenenfalls eskalieren ans Security-Team oder vielleicht ein Change nachdokumentieren, weil das tatsächlich eine Änderung war, die so gedacht war, aber nicht richtig geplant wurde. Auch wenn ich neue Tickets erstelle, wir können das gerade mal hier über diesen Knopf machen, sagen wir Benutzer Frau Meier ruft an und sagt, sie hat eine Herausforderung mit dem SAP, kann ich direkt hier in der Ticketerfassung schon auf SAP klicken und mir hier die Abhängigkeiten zu dem SAP-Service anzeigen, auch gespeist aus dem SDDM. Das heißt, ich sehe, dass das SAP auf diesem Lion-Applikationsserver läuft, dass das wiederum gehostet ist auf diesem Hypervisor. Und was man auch sieht, ist, dass hier eine Client-Server-Verbindung zu einer Oracle-Datenbank ist, die wiederum auch virtualisiert läuft. Und man könnte jetzt hier, wenn diese Kommunikation nicht mehr stattfindet, also etwas von der Baseline-Map abweicht, automatisch hier auch ein rotes Icon darstellen, könnte dann hier auf die Oracle-Datenbank gehen und kann sehen, dass neben dem SAP hier unten auch das CRM-System betroffen ist und deswegen das ein relativ kritischer Ausfall ist von dieser Datenbank. So, das ist der Überblick, den ich Ihnen gerne geben wollte von unserem Firescope SDDM, Ihrem GPS für Ihre Netzwerklandschaft.